Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Experimentierfolge in Mindtest. Ich habe mir sagen lassen, wenn man rund um die Weihnachtszeit eine neue Karte erstellt, dann kriegt das Game quasi serverseitig mit und erstellt dann eine ganz besondere Weihnachtskarte oder sowas, keine Ahnung. Ich habe das mal probiert und tatsächlich stehe ich jetzt hier an einem Steg mit einem ominösen weißen Zaun, den ich mir so gar nicht erklären kann. Und ja, da hinten ist es zwar ordentlich hell, aber ich glaube, es ist eher so gedacht, dass man hier diesem Tunnel folgt. Ich meine, warum sonst sollte man hier starten? Gerade mal gucken, nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Ganz viel Grünzeug an der Wände, soweit so gut. Okay, Fackeln, Holzboden, auch sehr schick. Dann ein Loch in der Decke ohne jeden Grund, eine komisch leuchtende Wand, alles klar. Noch ein Fackelchen, Kohle an der Wand, eine nächste, hier ist eine Fackel auch wieder. Da auch. Sonst keine Lücken, keine Löcher. Nach rechts, Kohle. Hier lang und, okay. Okay. Ein Knopf für... Man weiß es nicht. Alles klar. Ja, volles Risiko. 3, 2, 1. Okay. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch allen da draußen, die mir die Stange gehalten haben, schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Das ist natürlich kein Feature von Mindtest, was ich euch gerade vorstelle, sondern das ist meine persönliche Art und Weise, diejenigen, die die Geschichte hier so ein bisschen verfolgen und die dafür sorgen, dass unter meinen Videos, dass der eine oder andere Klick erscheint, ja, dass ich da euch quasi auf eine sehr emotionale Weise sagen kann, vielen lieben Dank. Das ist so emotional, wie es ein Typ eben kann, ohne gleich komisch auszusehen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch besinnliche, schöne, meinetwegen auch gesegnete Festtage. Lasst euch gut und wohl beschenken, aber viel wichtiger ist es, ihr habt eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Und kurz danach ist ja dann auch schon Jahreswechsel. Und ja, auch diesbezüglich, rutscht nicht zu weit, rutscht gut rein und nach Möglichkeit hoffe ich, dass euer Kater spätestens am 1. Januar um 12 Uhr die Biege macht und jemand anderen nervt und nicht euch. Ja, das war's soweit von mir. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn nicht sogar bis ins nächste Jahr. Macht das gut, haut da rein und tschüss.